So, hallo an alle zur nächsten Folge vom, ich wollte schon wieder sagen, Mega Wreck 9 vom Fate the Beast Let's Play im Singleplayer. Es müsste jetzt irgendwie knapp an die 900 sein. Jedenfalls, also, ich habe hier, wie ihr gerade seht, ein klein wenig mich mit dem Sphex Texture Pack angefreundet, weil es dafür ein Fate the Beast Add-on gibt. Und da finde ich, um ein paar Sachen zu bauen, den Marble, die Textur zum Beispiel ganz geil und so weiter und so fort. Also ein paar Texturen spreche ich mich da doch dann irgendwie an. Ich wollte irgendwie anfangs das nicht so machen, aber ich habe mich irgendwie dann doch umentschieden. Also wie ihr zum Beispiel sehen könnt, der Ofen hat auch gleich die Textur mit drin und der Chunkloader und alles mögliche ist in dem Ding mit drin. Und hier, ja, da würde ich gerne noch was ändern an den Stone Bricks jetzt hier, weil das sieht dann vielleicht auch zu eintönig aus. Problem halt immer, vom Standard Texture Pack war es halt, oder das war ja das Traditional Beauty, da war das das Bestmöglichste, was ich machen konnte. Und hier ist das schon wieder nicht und ich suche gerade Wasser. Ich glaube, müssen wir mal kurz hier rein. Ja, Moment, einmal durchgehen. Hier der Zaubertisch hat auch noch eine passende Textur jetzt dementsprechend. Das ist, ja, Verzauberungstisch sieht man Elemente, bla bla bla. Die Kisten, der arkane Zaubertisch hier nochmal, oder diese kleine Version davon. Und der Kessel auch, und deshalb ist das ganz geil eigentlich, finde ich jedenfalls. Jo, gut, was wir machen. Und ach genau, die Ender Chest hat auch wieder eine Textur. Sehr schön. Richtig cool, finde ich hier. Die gefällt mir. Also ich werde das wohl demnächst so ein bisschen drin behalten, dementsprechend auch im Mega-Projekt auch mit einführen. Ich weiß, es passt irgendwie, ich finde es cool. Okay. Problematisch anfangs war nur, weil die Standardtexturen dann das waren, die Beast-Texturen wieder extra waren. Das war zu durcheinander gewürfelt, aber ich habe extra nochmal das Add-on gefunden. Ah, dann klappt das doch. So. Und okay, das Problem, was wir unten noch hatten bei dem Carpenter war, hier war nicht genug Wasser drin, damit das überhaupt funktioniert hat. Soweit ich weiß. Füllen wir gerade mal ein bisschen Wasser auf, tun mal den Tin hier in die Mitte und tun mal den Redstone hier an die Seite. Und ja, jetzt fängt das Ding auch an, hier hoffentlich sich zu bewegen. Gibt das hier Energie für den Dings? Gibt es genug Energie? Das ist die Frage. Der Generator beheizt, ja. Eigentlich müsste es hier auch Fortschritt geben. Warum nicht? Ah, es ist private, das ist okay. Hier fehlt noch was. Ah, okay. Ja, jetzt habe ich es gecheckt. Zack. Weil die Ressourcen, die muss man noch hier mit reintun. Jetzt wird hier dieser Circle draus gemacht. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Klein wenig. Jetzt habe ich hier den Basic Circuit Board. Fertig. So, wir wollten erstmal einen Arboretum machen. Dafür brauchen wir so ein Basic Circuit Board. Sturdy Casing war hier aus dem Bronze-Ding. Das haben wir ja schon gemacht. Und dann als nächstes brauchen wir auch noch hier, das war normales Glas, Golden Electron, okay, Thermonomic Fabricator brauchen wir noch, also thermischer Fabrikator. Thermonomic Fabricator? Nein. Gibt's das nicht? Ups, jetzt habe ich wieder Vollbild geändert, Moment. Muss wieder zurückschalten, wenn das geht. Ja, geht, okay. Ich glaube, das so geschrieben. Nein, warum geht das nicht? Thermonomic. Ach, Thermionic Fabricator. Okay, okay. Auch ein Zettel. Okay, jetzt wird's teuer. Eine Kiste. Glas außenrum in Gold. Ja, das wird teuer. Haben wir hier noch so ein Teil zufällig? Gold brauchen wir erstmal 4 Stück, soweit ich weiß. Dann Glas. Und halt noch diesen Waggon aus Bronze, in Anführungszeichen. Kopper, Kopper, Kopper. Muss mich auch wieder ein klein wenig an Texturen jetzt gewöhnen. Gleiche Textur, aber unterschiedlicher Name, das Problem. Habe ich nicht irgendwo noch dieses Sturdy Casing oder so? Dafür brauchen wir ja einfach jetzt hier Bronze. Und zwar 8 Stück. Das ist schlecht. Vor allem, mir fehlt jetzt der Überblick. Ich muss mich erstmal da wieder reinfügen mit dem Texturenpack, dass ich alle Texturen so ein bisschen im Kopf habe. Nein, anscheinend nicht. Wir haben anscheinend keins von diesen Teilen. Ich guck gerade mal. Und zwar unten hatten wir ja gerade diesen. Wie ist das Teil nochmal? Kurz angucken. Das war ja hier ein Carpenter. Haben wir dafür zufällig unser Casing? Carpenter. Ich glaube ja, da haben wir unser Sturdy Casing für verwendet. Das heißt, wir müssen jetzt ein klein wenig gucken, wie wir noch ein bisschen Bronze zusammenkriegen. Warte mal kurz, hier unten war da noch, tut mir leid, Kupfer in der Mace Raider drin. Nein, nicht Mace Racer, müssen wir mal reintun. Habe ich irgendwo Kupfererz? Da. Das brauchen wir nämlich noch. Also Tin,
Das müsste jetzt geschmolzen werden irgendwie. Kompressor, nein. Landingmaschine auch nein. Und hier vorne war ein Extractor. Okay. Wie gesagt, Texturen erstmal dran gewöhnen, das ist ein bisschen umständlich. Das Zeug tue ich erstmal oben in den Ofen rein, damit das durchgebrannt wird. Was war das hier nochmal? Ach so, genau. Igneous Extruder, damit wir hier genug Koppelstone hinkriegen. Okay. Okay, okay. Und ich versuche das auch so zu machen, dass es am Ende auch ein bisschen schön aussieht. Moment. Ah, ich weiß nicht. Wie gesagt, Standard-Texturpack, weil die Stormbricks beste Lösung bei dem Texturpack schon wieder nicht. Was ich brauche, ist Marble, glaube ich, dass wir da ein klein wenig mitarbeiten können. Weil der sieht nämlich gar nicht mal so schlecht aus. Und auch die Frage, ich versuche mal es testweise mit Marble hier drin, wie das hier aussieht. Beziehungsweise von außen kann ich ja noch was ändern dann. Da gibt es noch eine kleine Option. Ja, es gibt ja ein paar kleine Baumaßnahmen hier in dem Modpack drin. Die sind so krass. Ja, hat bis jetzt, glaube ich, noch keiner benutzt. Überhaupt, also auch nicht vom Megaprojekt und so. Zeige ich dann gleich. Deshalb ist Feedbeast auch schon mal wieder extra geil. So, den Block mache ich schon mal kurz weg. Im Moment sieht es ein bisschen, ja, komisch aus für draußen, aber von drin finde ich es akzeptabel. Ich finde auch, dass wir den Boden vielleicht doch aus Holz machen sollten, und zwar normalem Holz, wenn ich es überlege. Weil, wie gesagt, ist wieder Texture Pack abhängig, was gut aussieht und was nicht. Nur so von der Überlegung her. Wenn wir das so hier machen, wir könnten ja einen Teil davon hier aus Stein lassen. Moment. So, wenn wir das jetzt hier so verwenden, finde ich die Kombination Marble plus Holz gar nicht schlecht. Unter dem Ofen müssen wir vielleicht hier so eine kleine Plattform übrig lassen. Das heißt, dass hier so ein klein wenig Stein gelassen wird, weil wir wollen es ja so verständlicherweise rüberbringen, dass der Ofen halt auf einer gewissen Plattform stehen muss, die halt nicht anbrennt, ne? Da würde ich den Ofen lieber auf so einem kleinen Stormbricks-Ring stehen lassen. Ansonsten aber das hier drunter schon wieder durch Holz ersetzen. Ich probiere einfach mal, wie es jetzt gleich ist. So, geht eigentlich dann relativ zügig gleich auch insofern. Nein, keine Spitzhacke mehr. Egal, passt schon. Machen wir uns gleich mal eine neue. Ich hätte auch vielleicht ein klein wenig, ist auch noch Marble. Schön, den werde ich mir noch schnappen. Jetzt sammle ich gleich die Steine noch mit ein. Und setze das gerade mal durch Holz. Mal gucken, wie das dann so wirken tut. Für den Ofen, ich finde, das passt einigermaßen ein bisschen besser. Genau. Wir versuchen ein klein wenig mehr auf Optik zu achten. Und halt in dem Texturpack gibt es halt mehr Vielfalt. War ja eigentlich abzusehen, weil Standardtexturen und dann gibt es auch die Mod-Standardtexturen und dann, naja, da war der Marble zum Beispiel auch ein bisschen fies. Ohne das Addon würde der Marble genauso aussehen, also hier im Sphex-Texturepack wie die ganze Zeit auch, und das wäre dann blöd. Deshalb, tja, Addon mit reingefügt, schon sieht geil aus. So, das Brain in the Jar, da fliegen auch noch EP raus. Ah, ich könnte verzaubern, ich könnte mal versuchen, was zu verzaubern. Und zwar, ich probiere mal die Wand of Equal Trade zu verzaubern, in der Hoffnung, sie lädt sich dann wieder auf mit Charging. Zaubertisch, der war oben. Ein Zauberturm, Verzauberungsturm, Anführungszeichen. Bisschen hier Steaks raushauen, reinhauen. Da gucke ich mir mal an, wie die restliche Gegend noch so aussieht, was ich getan habe im Texture Pack. Hier war ich ja, oder habt ihr, ich habe das noch gar nicht angeschaut mit dem Ding. So, ist ja nicht so, als ob wir hier nichts Besonderes hätten. Die 800 Folgen vorher, da ist ja auch schon was passiert. Ja, hier oben der alternative Zaubertisch, weil unten alles voll war. Okay, die Farm hier sieht überall hässlich aus, so wie es aussieht. Bauernhaus ist so grenzwertig. Ich würde nur ganz kurz hinten, wenn wir schon mal hier sind, komm, schauen wir uns gerade mal ganz fix hier das Dorf an. Das mittelalterliche Dorf, in Anführungszeichen. Ob das einigermaßen akzeptabel ist. So ein bisschen verschneit ist es noch, ja, ja. Aber es geht. Es ist eigentlich einigermaßen okay, oder? Doch, ja, müsste gehen. Taverne sieht ganz okay aus. Okay, ich hätte sie jetzt noch aus anderen Materialien gemacht, wenn da Sphex oder wenn Feed the Beast schon drauf wäre. Aber es ist ja noch die alte Version. Ist ja noch vom Default oder vom normalen Vanilla Minecraft gebaut. Egal. Und eventuell vielleicht mal zum Friedhof würde ich noch ganz gerne. Weil der Friedhof, der war... Oh, das gefällt mir aber auch hier vorne mit den Texturenpack. Der kleine Ausguss hier unten. Und hier oben die Kirche, okay. Ja, da hätte ich jetzt Marble verwendet für die Kirche. Weiß der heller Stein, wäre besser gewesen. Aber es war halt noch Vanilla Minecraft, ne? Und so. So. Und hier der Friedhof, der passt aber noch. Der ist gültig für alle Texturenpakete fast schon. Ja, das passt. Hier stehen übrigens Leute drauf, ne? Aktive Zuschauer, die dann mal
Facebook bei der Umfrage mit reingeschrieben haben, ihren Namen. Das sind die alle draufgekommen. Ja. Ah, okay, gut. So viel dazu. Texture Pack ist eigentlich ganz geil. Ja. In der Mitte noch diesen kleinen, ja, Stadt oder Park oder sowas in der Art. Was habt ihr alles schon gesehen? Jedenfalls, wenn ihr ein bisschen länger dabei seid. Den Riss hier oben habe ich noch nicht gesehen. Der ist aber relativ groß. Der hat 516 Aufladung. So war aber auch. Ah, okay. Okay. Lassen wir den mal da. Der hier war gut zum Zaubern. Aber ich habe ja auch einen mit 500 irgendwas. Bei mir in der Gegend. Fliegen wir mal wieder zurück. Ich finde irgendwie, das Jetpack hat immer so eine geringe Aufladekapazität. Das ist immer so schnell leer. Naja. Wir fliegen gleich mal direkt zu unserem Magierturm. Der. Ach, Gottchen. So einfarbig. Sieht alles so schlimm aus. Da müssen wir etwas ändern. Bei neuen Gebäuden, da wird was geändert. Und, oh nein, wir laufen jetzt in Lava rein. Nein, tun wir nicht. Weil hier ist schön mit Glas ausgestattet und alles. Ja, ja, das waren noch die alten Zeiten. Ihr wisst gar nicht, wie lange das Ding hier schon steht. Das ist schon ewig her. Bei Folge 300 oder so habe ich das gebaut. Oder 200, 200, 300, irgend sowas in der Art. Das hat sich alles so ein bisschen einfarbig noch. Es war noch vor Jahren haben wir das hier gemacht. So, Man of Equal Trade. Wir zaubern auf 30. Treasure 2. Das ist sowas wie Glück 2. Aber das können wir hier nicht gebrauchen auf der Map. Also auf dem Zauberstab, nicht auf der Map. Allgemein schon, aber auf dem Zauberstab können wir es nicht gebrauchen. Weil, sinnlos. Irgendwie so, ne? Was, oh, warte mal, was noch geil wäre, wäre die Oase. Die könnten wir uns auch mal ganz kurz angucken. Weil die habe ich selbst auch noch nicht gesehen. Wie die in dem Texturenpack aussieht. Vielleicht, ein von euch könnten die vielleicht auch noch nicht kennen. Wie gesagt, es kommen wieder neue dazu. Manche verschwinden wieder. Die Oase. Müsste eigentlich noch passend sein, auch für das Texturenpack, oder? So ein bisschen Partycell. Wegen dem Dschungelholz und den Schirmchen überall. Ne, doch, das passt. Siehst du mal, das geht noch. Doch, ist gut. Doch, das ist cool geworden. Die Villa hier hinten passt auch noch. Und die ist jetzt wieder ein bisschen variabel gebaut, wie ihr seht. Die würde ich jetzt wieder durchgehen lassen, auch als neue baut. Weil hier verschiedene 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Materialien mit reingehauen sind. Doch, das geht. Das ist gechillt hier. Das ist richtig gechillt. Ja, Bombe. Okay, das ist noch zeitnah, weil das ist okay, die Oase auch nicht ganz so alt. Man lernt immer dazu, auch mit dem, was man baut. Und dann kommt immer das und das und das und das und das dazu. Und dann, ja, dann kann man irgendwann immer besser bauen. Und ja, im Moment sieht man es bei mir nicht. Ich wollte eigentlich erstmal in die Mods einsteigen, bevor wir kreativ bauen. Weil vom Bauen habt ihr ja gefühlt die Nase voll, habe ich irgendwie so das Gefühl. Kurz die U-Bahn-Station entlang. Also gut, für die jetzt sich immer fragen, hö, schon 800 Folgen, für wen hast du gemacht? Ja, hier ist schon einiges passiert, nur so als Randnotiz, was ihr noch nicht gesehen habt. Okay. Ich wiederhole mich sehr oft, aber das macht nichts anscheinend, weil ich habe auch schon gesehen, Kommentaren, du könntest eine Stunde lang von Waschmaschinen erzählen, ich will trotzdem noch zuhören. Das würde mich zwar ein bisschen wundern, aber okay, gut. Dann habt ihr jetzt hier das letzte Waschmaschine 001 gerade gesehen. Und ja, gut, und der Creeper, der wird jetzt durchgehäckselt. Los, komm, brenn. Ah nee, die Spinne blockiert das so ein klein wenig, aber nicht lang. Im Prinzip. Na, komm. Na, fast. Also, da brennt er. Nee, okay. So, ich wollte verzaubern und habe ich gemacht. Und ja, es sah gerade ein bisschen schlecht aus. Ich wollte eine neue Spitzhacke übrigens auch noch machen. Das heißt, ich habe hier irgendwo bestimmt Eisen übrig. Nein, das war Silber. Das waren die Plates. Irgendwo noch eine vernünftige Spitzhacke oder so. Oder was ich brauche. Was brauche ich ja gar nicht gerade. Mach's mal auf. Ich kann einfach so machen hier. Auch so die Blöcke austauschen, ganz genüsslich. War hier noch Unbreaking was drauf? Ne, Potenzi. Warum auf dem Potenzi drauf sein soll? Ich weiß nicht, was das bringen soll. Auf diesen Zauberstab schon mal gar nicht. Irgendwie voll sinnlos. Oh, kein Holz mehr. Charging wäre geil gewesen. Allgemein. Wie gesagt, aufladen. Unzerbrechlich. Bombe. Aber nein. So, Moment. Einmal noch das schnell hier fertig gemacht. Ich würde es erstmal grob belassen bei dem kleinen Tacken hier von der Zeile. Holz holen wir später nochmal. Dafür sollte ja die Baumfarm eigentlich sein. Ja. Gut, und von außen. Naja, das kommt vielleicht später, oder? Ich könnte nochmal hier gerade. Zack. Einmal hier Marble Bricks machen. Und dann eine kleine weitere Spezialität des Hauses. Haben wir irgendwo Gems oder so? Cactus Green, ich muss jetzt wieder dran gewöhnen. Quarzkristall, nein. Green Saphir, Ruby oder sowas. Ich glaube, hier haben wir die nicht, aber wir haben die drüben.
gehe ich gerade nochmal hin und hole mir gerade mal so ein Saphir, zwei Stück. Oder so ein Ruby. Irgendwo hier. Ne, das war Xichorium. Da, Saphir. Eins, zwei. Eisen haben wir noch da. Dann mache ich mal. Oh, verdammt. Das war ein Fail. Wo ist die Crafting Box hin? Ich glaube, ich habe sie. Ja. Da hinten ist sie hingeploppt. Das war Fail. Und ich müsste übrigens nochmal den Wassereimer wieder auffüllen, weil ich will ja nicht ohne Wasser rumlaufen. Im Notfall, falls wir mal brennen sollten. Ja. Suche ich kurz das Kupfer heraus, damit ich hier das Ding einsammeln kann. Inventar ist wieder proppenvoll. Müssen wir wieder was aussortieren, aber muss mich erst wieder orientieren. Jetzt muss ich mich wieder an die Texturen gewöhnen. Tut mir leid, dauert ein klein wenig. So, dann könnten wir auch noch hier das machen und dann könnten wir das machen. Eine Handsaw. Gut, und für alles weitere brauchen wir jetzt Platz im Inventar. Wir kennen eine Säge. Und dann können wir erstmal ein bisschen Zeug raus tun. Zum Beispiel. Kann ganz viel mal brauchen, auch wieder nicht. Achso, genau. Durchschmelzen. Ha. Durchschmelzen tun wir gerade mal, indem wir Zeug hier reinwerfen. Das Tin. Und das da hier. Und unten könnten wir jetzt eigentlich gleich schon. Okay, das passt. Ich dachte gerade, das wird nicht mit durchgeschmolzen werden. Unten können wir uns jetzt den Kupfer holen. Und wenn wir uns den Kupfer geholt haben, dann könnten wir den auch mit durchschmelzen. Und dann könnten wir versuchen, die nächste Einheit von dem Bronze-Dingens zu machen. Und dann könnten wir, ja, versuchen, weiterzukommen mit unserem Rezept. Das Zeug wird nochmal schnell hier oben reingeschmissen. Kupfer. Und zwar da. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Part. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, oder bin gerade mal dabei, eine etwas längere Aufnahmesession zu machen mit mehreren Folgen. Das heißt, die kommen auch wieder täglich und regelmäßiger. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten und tschüss.